So, wo ist jetzt das Teil hin? So. Hallo? Irgendwas hier... Ah, da vorne! Der Spaß! Los, komm her, du! Los, komm! Komm! Ah! Okay. Hat sich erledigt. Das Geschütz ist super. Danke, Kumpel. So, warte mal, du hast ja noch hier was? Nein, hast leider doch nichts. Warte mal, du bist doch Arzt, oder nicht? Ha. Tja. Welche Ironie. Ärzte versuchen, das Leben anderer zu retten. Nur ihr eigenes können sie nicht retten. Verbandskasten benutze ich gleich mal. So, was haben wir hier? Studienjahre. War ich überhaupt ein Chirurg, bevor ich Ihnen begegnet bin? Wir haben mit unseren Skalpellen und unserer billigen Moral rumgefuchtelt. Ja, natürlich haben wir das ein oder andere Geschwür entfernt, aber haben wir irgendetwas bewirkt? Nein. Doch mit Adam wird alles möglich. Ryan hat uns von der falschen Ethik, die uns so lange behindert hat, befreit. Verändere dein Aussehen, dein Geschlecht, deine Rasse. Du allein entscheidest, was du sein willst. Niemand anders. Okay. Was haben wir hier? Bandagen. Na, kann ich jetzt eh nicht benutzen. So. Ey, summ mal hier nicht so rum, Junge. So, wo muss ich jetzt überhaupt hier lang? Notsicherheitszugang, Emergency Access. Ja, da muss ich wohl durch, aber der ist ja auch zu. So, wo muss ich jetzt hier lang? Erstmal hier nach oben, oder was? So, was hier? Hier ist zu. Gut. Notfallzugangskontrolle. Benutzen wir. Wow. Ja, das wag ich ebenfalls sehr stark zu bezweifeln. Ah, verdammt! Komm her! Hm. Eigentlich brauche ich eigentlich ja fast hier gar nicht mehr schießen. Oh, ein Maschinengewehr. So. So, gut. Notschalter. Tja, da muss ich wohl eben halt den anderen benutzen. Na schön, dann wird's mal lustig. Ach, verdammt, bringt irgendwie nichts. Schnell mal nachladen und dann gleich hier runter. So. So, schnell, schnell, schnell. Ach, verdammt, Alter! Ach, du bist das. Ja, nehme ich doch lieber die normale Pistole. So, was hat der? Waffe! Oh. So. Komm schon. Jetzt habe ich dich. So. Ah, Mann, noch einer! Oh, Mann, ey. So, was? Hä? Was? Von wo kommt das jetzt? So, das war knapp. Da kommt noch eine. Ich bin hier. Los, komm und hol mich doch.
nicht funktionieren. Ah, da bist du. Es war eine vergnügliche Nacht. Nicht für mich. Nicht für mich. So, wo muss ich jetzt hier lang? Jetzt da lang. So, ich denke mal, jetzt habe ich endlich mal Ruhe. Ach. So. Ach so. Ah, gut. Ah, Mann, ey. Was stelle ich hier bloß an? Kuchen mit Cremefüllung und habe ich jetzt bitte endlich mal Ruhe für euch? Oh Gott. Nee, warte, ich muss hier lang. War hier noch irgendwas? Irgendwas? Lag hier nicht noch irgendwo im Verbandskasten oder so? Nö. Shit. Da, hier Verbandskasten, dann nehme ich den mal mit. So, die Leiche. Die Leiche zuckt. Ach du liebes Bisschen. So. Die hat ja immer noch nichts. Gut, dann kann ich jetzt erstmal nur hier durch. Oder warte. Hier ist eine Leiche, Handtasche. Mann, Leute, tut mir doch mal bitte hier den Gefallen und räumt die ganzen Leichen weg. Das ist ja ekelhaft. Ich dachte, das hier wäre eine Art Krankenhaus oder eine Klinik. Ich dachte, hier ist alles sauber. Hier ein kaputter Automat. Na gut, gehen wir mal rein. Halt die Augen nach Simon offen. Der bescheuerte Mistkerl hat sich in der Chirurgie eingelistet. Wenn du ihn finden willst, musst du einfach nur der Blutspur zu folgen. Alles klar, gut. Versteht ihr? Above all, do not harm. Jace Simon. Schicke Unterschrift. Hat er den Pinsel dafür benutzt? Okay, was haben wir hier? Noch einen. Adam stellt einen Experten vor ganz neue Probleme. Wenn die Werkzeuge besser werden, werden auch die Erwartungen höher. Es gab eine Zeit, da war ich damit zufrieden, Warzen zu entfernen oder eine Missgeburt einigermaßen vorzeigbar zu machen. Damals nahmen wir noch, was wir kriegen konnten. Aber mit Adam kann man Körper formen wie Ton. Jetzt gibt es keine Ausrede mehr. Wir müssen mit diesem Ton immer weiter und weiter töpfern, bis der Job erledigt ist. Alles klar, Mann. Keine Ahnung, was er damit jetzt eigentlich meint, aber das klingt nicht sehr gesund. So, ich habe, glaube ich, noch irgendwo was gerade gehört. Hier ist noch jemand. Warte mal. Ich weiß ja noch ganz genau, hier irgendwo in der Nähe war doch noch... Ja, da vorne... Ach, Mann, na toll. Und ich habe jetzt gerade kein Eve mehr gehabt. Mann. So, schnell hacken. So. Erstmal sehen, wie ich jetzt eigentlich den Weg hier machen muss. So, warte mal. Erstmal schnell brauche ich das. Ah, verdammt. Das hier. Fuck. Nein, verdammt. So, warte mal, nein, so nicht. So, genau. Damit habe ich jetzt erstmal wieder ein bisschen Zeit gewonnen. So, den nehme ich dann noch hier dazu. So, und jetzt muss ich ja irgendwie da hoch. So, dafür habe ich ja den. Den. Und, das reicht ja schon, der ist ja fertig. So, jetzt habe ich das Geschütz hier auf meiner Seite. Das heißt also, jetzt könnt ihr kommen. Ich doch schon alles erledigt. Kommst du mit deiner Erkenntnis hier ein klein wenig zu spät? Wow, 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 wow.
Ey, ich habe jetzt überhaupt gar nicht gemerkt, dass ich immer noch den Sicherheitsbot hier die ganze Zeit bei mir hab. Dachte eigentlich, der wäre schon längst irgendwie weg oder kaputt oder so. Mann, das Ding hält ja ordentlich weit aus. Das ist auch schön. Nur, dass er hier die ganze Zeit so rumsummt. Ist ein bisschen nervig. So. Noch einer hier. So, warte mal, dann mache ich das mal so. Ah, so, genau. So ein bisschen mal hier so hin und her machen. So, und genau. So, dann packe ich den mal so hier hin und das dann so, genau, so sieht's gut aus. So, dann muss ich jetzt erstmal hier so rein und das da rein. Und dann fehlt hier noch was, genau, den brauche ich hier. Und zack, gehackt. So, was haben wir hier? Da komme ich da rein? Ja, ich komme hier von hier aus so rein. Super. So, Bandagen. Nee, das war Verbandskasten nur, aber... So, hier Patronen. Panzerbrechende Munition, aber nur eine Kugel. Da ist ja gar nicht mal so verkehrt, dass ich schon vorher mal ein bisschen was gekauft habe. So, hier ist weiter nix. So, Bot, da summe hier mal nicht so vor dem Gesicht herum. So, ah, hier vorne. Da ist noch ein Tonband. An der Oberfläche erwarten die Parasiten, dass der Arzt sie umsonst heilt. Und von den Bauern wollen sie aus Nächstenliebe mit Nahrung versorgt werden. Der Parasit unterscheidet sich nur geringfügig von dem Perversen, der auf der Suche nach einem Opfer umherstreift, das er zu seinem entarteten Vergnügen missbrauchen kann. Interessant. Redet er da gerade von mir? Ich mag es nicht als, what the hell, da läuft irgendwas durch die Gegend und wird von meinem Geschütz erfasst. So, das war's auch schon. Echt mal, wo kommen diese ganzen Typen nur alle her? Warte mal, war hier gerade was? Leiche, Eve-Spritze. Hier ist alles zu und kaputt. Aber da liegt irgendwas. Verbandskasten, aber da komme ich nicht ran. Oder warte mal, oder kann ich den... Nö. Mann, ich muss zugeben, echt ganz schön robustes Material hier. So, erstmal wieder mal das Maschinengewehr rausholen. So, was haben wir hier so? Ah, Bandagen. Die kann ich mir gleich mal nehmen. Und, ah, da vorne. Da läuft eine rum. Aber sie hat mir noch nicht bemerkt. So, warte mal. Nehmen wir mal das hier mit. Pistolmunition. Und da ist noch hier Vorstellungskraft. Ich bin schön. Jawohl. Sieh mich an. Was könnte man an mir noch besser machen? Durch Adam und mein Skalpell habe ich mich verwandelt. Aber gibt es nicht vielleicht doch noch eine Steigerung? Was ist, wenn ich zwar etwas noch Vollkommeneres erschaffen könnte, meine Vorstellungskraft dafür aber nicht ausreicht? Tja, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau, wie du jetzt eigentlich aussehen magst, nachdem du jetzt ja an dir selber rumgeschnippelt hast, aber Vorstellungskraft hat damit, glaube ich, nichts zu tun. Das ist einfach nur Rumgefusche. Hallo? So, hier ist eine Medi-Station. Die könnte ich eigentlich ja zur Not erstmal auch noch hacken. Denn ich habe mir nämlich ja, glaube ich, mal sagen lassen oder so, dass wenn ich das Ding hacke, dass wenn irgendwie Splicer versuchen würden, sich daran zu heilen, dass die erstmal fett eine Vergiftung oder sowas kriegen. Klingt doch mal gut. So. So, erstmal muss ich erstmal sehen, wie ich da hier so alles hinkriege. Oder auf jeden Fall nehmen die dabei Schaden, habe ich gehört. Ich bin mir da jetzt allerdings nicht mehr ganz so sicher, ob das jetzt eigentlich in diesem Teil jetzt war oder ob das nur in Bioshock 2 möglich ist. Weil das habe ich nämlich nur in Bioshock 2 mal gesehen. Deswegen bin ich mir da nicht so genau sicher. Aber sicher ist sicher. Hast du da was für mich? Nö. So, da ist wieder ein Tonband. Das lese ich auch nochmal. Ich war im Straflager und erst 16 Jahre alt, als ich erkannt habe, dass meine Liebe der Wissenschaft gehört. Ein Arzt hat uns
vielen von uns wissenschaftliche Experimente durchgeführt. Manchmal hat er dabei Fehler gemacht. Wenn ich ihn darauf hingewiesen habe, ist er zornig geworden. Dann hat er gefragt, woher ein Kind wie ich sowas wissen kann. Ich habe ihm gesagt, manchmal weiß ich es einfach. Da hat er geschrien, du musst es mir ja nicht sagen. Nun ja, habe ich gesagt, wenn Sie schon sowas machen, sollten Sie es wenigstens ordentlich machen. Das sehe ich genauso. Ja, so. Genau, erstmal hier nochmal die Splicer alle mal wieder noch ausnehmen. Und da ist ja wieder so eine. Hey, halt doch mal still da! So. Ja, und die versuchen sich hier tatsächlich zu heilen. An den Dingern. Habe ich jetzt gerade gemerkt. Die ist da ja nämlich ja richtig gerade dahin gerannt. So. Muss ich erstmal hier sehen, wie ich das jetzt hier mache. Das ist jetzt wieder mal ein bisschen... Ich fummel hier jetzt hier erstmal gerade ein bisschen wild herum. So, erstmal hier ein bisschen so, genau. Ah, gut, das stimmt ja schon fast. Brauche ich dann nur noch so einen waagerechten. Ah, da unten ist ja auch einer. Dann suche ich ja auch noch extra. So. Und... geschafft. So, Mini Station ist gehackt. Aber ich habe kein Eve mehr. Wow, oh, what the hell? Musst du gerade sagen? So ein bisschen Kaffee und Eve. Alter, wo kommen die jetzt alle hier auf einmal her? Ist hier irgendwo ein Nest? Komm, komm schon raus. So, hatte ich nicht eben gerade ein Tonband irgendwie? Nee. Schon gut, schon gut. Das habe ich ja vorhin schon durchgesehen. So, ah, da ist Zirkus der Werte. Ich müsste nämlich mal hier kurz hin, aber hier ist noch ein Tonband. Ich habe davon Kenntnis erhalten, dass einige Bewohner Mittel und Wege gefunden haben, die Ausgabeautomaten zu manipulieren. Es scheint bedauerlicherweise notwendig zu sein, die Einwohner von Rapture daran zu erinnern, dass die Marktwirtschaft das Fundament darstellt, auf dem unsere Gesellschaft beruht. Parasiten werden bestraft. Oh, Mann. Als ob ich jetzt hier eine andere Wahl hätte. Ich bin nun mal ziemlich knapp bei Kasse. So, hacken wir mal das Teil hier auch mal. Ich brauche nämlich ein bisschen Geld, weil ich brauche erstmal ein paar Eve-Spritzen. Die muss ich unbedingt mal... So, warte mal, dann nehme ich das mal so. 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 Und den hier dazu. So, genau so. Dann kann ich mich wenigstens hier so ein bisschen rummogeln. Naja, mehr oder weniger. So, genau. Passt ja richtig gut hier. So, dann nehme ich jetzt die hier. Da brauche ich noch so einen waagerechten. Ne, senkrechten meine ich. Entschuldigung. Da habe ich mich voll hier gerade ein bisschen verpeilt. So, dann kann ich ja das hier nehmen. Oh Mann, aber muss echt hier aufpassen. So, zack. Erfolgreiches Hacken, neue Preise. So, dann brauche ich erstmal Eve-Spritzen, nehme ich erstmal so 3 Stück mit. MG-Patronen. Sollte ich davon welche kaufen? Na, weiß ja nicht. Ja, noch habe ich ja genug. 14 Kugeln und dann kann ich ja danach immer noch... Ich hack mal das hier. So, warte mal. Dann mache ich das mal so. Oh, interessant. Ja, das wird ein bisschen knifflig. So. So. Ah, hier, den nehme ich dann. So. Genau so. So, so. So, den kann ich da mal hier so einsetzen. Da brauche ich jetzt noch so einen. Ja, so einen. Genau so einen. So. Erfolgreiches Hacken. So, er hat ja genau das gleiche hier. Und unter anderem diese 45er Anti-Person-Patronen für das Maschinengewehr. Diese Patronen. Es ist immer jedes Mal blöd, dass hier nie angezeigt wird, wie viele Kugeln ich insgesamt immer jedes Mal kriege, wenn ich sowas kaufe. So ein Dreck.